Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Spiel. Diesmal Metro Last Light Redux. Kleine Nachfolge zu Metro 2033. Das habe ich schon durchgespielt. Fand ich wirklich gut. Ich habe mich natürlich an einigen Stellen schon tierisch aufgeregt. Last Light, wenn ich mich nicht täusche, sind noch ein paar nette kleine Story-Sachen mit dazugekommen, die ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Aber bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, schaut doch mal mit rein. Schee. Wirklich schee. Dieser Vorspann. So, Sprache Deutsch. Bestätigen. Wenn ich gefragt werde, wie alles anfing, sage ich immer, dass alles begann, als wir zum Botanischen Garten gingen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und zwei meiner Freunde. Wessen Idee es war, die verlassene Station zu besuchen, wer die anderen überredet hat, dahin zu gehen, ich sag ihnen immer, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich lüge immer. Es ist eine sichere Lüge, denn es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit zu überprüfen. Sowohl Vitali als auch Eugen sind tot. Die massiven Türen der Luftschleuse ruppten und öffneten sich mit einem knirschenden Geräusch. Uns öffneten sie den Weg zur Hölle und den Dämonen einen Weg in die Metro. Aber letztendlich begann alles, als Mutter sagte, dass wir den Botanischen Garten spazieren gehen und mit der Metro dorthin fahren sollten. Ich erinnere mich an die kurze Rolltreppenfahrt an die Oberfläche, wie wir durch einen geräumigen Glaspavillon hinausgingen und eine Straße sahen, die mit Grünzeug überwachsen war. Ich erinnere mich an die kleinen Wolken, die sich über den grenzenlosen Himmel bewegten, an den leichten, kühlen Wind in meinem Gesicht. Mutter kaufte mir ein Eis. Seitdem habe ich nie wieder eins kosten dürfen. An diesem Tag wurde die Menschheit hingerichtet. Die Rechtschaffenen und die Sündigen wurden gerufen, um entsprechend ihrer Taten verurteilt zu werden. Und wir versteckten uns in der Metro vor Gottes Blick. Wir wurden vor seinem Zorn errettet und er beschloss offensichtlich, dass es die Mühe nicht wert war, uns da herauszuholen. Dann kümmerte er sich um seine eigenen Angelegenheiten oder starb vielleicht, während wir auf dieser verbrauchten und weggeworfenen Erde standen und einfach weitermachten. Ohne Ziel. Ich kann mich an so viele zufällige und unwichtige Dinge erinnern. Doch an das Wichtigste erinnere ich mich nicht. Das Gesicht meiner Mutter. Sie starb kurz nachdem der Krieg begonnen hatte. Alles, was von ihr übrig ist, ist dieser Tag im Botanischen Garten. Wie sehr ich mir wünsche, mich an ihr Gesicht erinnern zu können. Die Art und Weise, wie sie mich ansah. Wie sie mir zuflüsterte, dass ich keine Angst zu haben brauche. Ich würde meine Seele dafür verkaufen, mich daran erinnern zu können. Jederzeit. Und das habe ich dann auch getan. Ja, herzlich willkommen zum Roten Weltkrieg, würde ich behaupten. Zum Tag des jüngsten Gerichtes, kann man quasi sagen. Happen, happen. Wie ihr gesehen habt, jede Menge schöne nuklearische taktische Waffen, die da irgendwie mal irgendwo platziert wurden. Und, naja, dass da alles etwas strahlt. Ja, ist nicht ganz gesund. Und ja, deswegen haben sie sich alle Runden in die Metro gezogen, was für uns die Untergrundbahn ist, ist für die halt die Metro. Kommt im Endeffekt aufs Gleiche hinaus. Naja, das wird ja noch lustig. Das ist jede Menge Spannung pur. So, dieses Spiel speichert deinen Fortschritt automatisch. Toll. Oder nicht? Bitte schalte die PlayStation. Ja, pipapo. Thank you.
So, neues Spiel, ja. Ja. Option. Ultra leicht, bitte. Schwierigkeitsgrad normal. Was gibt's denn da noch? Hardcore? Nee. Ah, ja gut. Dann passt. Das Spiel. Ah, gut. Ah, Was noch hier? Überleben, Munition und Filter sind knapper. Die Kämpfe sind tödlicher und Tarnung ist nicht so einfach. Der Überlebensmodus bietet Spielern das ursprüngliche Horror-Erlebnis von Metro 2033 mit dem Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement und spannende Kämpfe. Toll. Spartaner, genießen Sie leichtere Kämpfe und Tarnung bei Metro. Das ist eigentlich genau andersrum getippt. Last Light im Spartaner-Stil, perfekt für Spieler, die ein schnelleres, mehr action-orientiertes Spiel mögen. Munition, Filter und andere Ressourcen sind ebenfalls leichter erreicht. Das ist ja schön, dass es schneller geht. Das ist jetzt so die Frage, Überleben ist schwerer. Hört sich aber so ein bisschen mehr nach Story an. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch Spartaner genommen. Ja. Ich nehme Spartaner. Ich weiß jetzt schon, dass ich, wenn ich Überleben nehme, spätestens nach einem Level die Kretz kriege. Ja. So nicht. Gott, normal Hardcore Ranger Hardcore. Das kommt mal hier selbst. Selbst im normalen Status soll ich Munitionsvorräte im Auge halten. Das ist dann Ranger Hardcore. Oh, keine Hinweise. Hey, Moment. Was ist dann hier? Gibt's da Überleben auch nochmal? Oh, hier. Was? Moment. Steht hier nochmal. Empfohlen für regelmäßige Ego-Shooter-Spieler. Nee. Ich bin so, hier nehme ich auch nochmal. Bewege den Schieberegler, bis das linke Bild kaum noch zu sehen ist. Schee. Gut. Ich sehe es zwar noch, aber ich will auch was vom Spiel noch mitbekommen. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Sehr schön. Zum Fortfahren drücken. Tja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine... Was ist passiert? Scheiße! Was hast du so für einen Puls? Was ist los? Das bedrückt dich. Scheiße! Was passiert hier? Thank you.
Nein! 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 Artyom, wach auf, Artyom! Ich bin's, Khan. Albträume, was? Wirklich? Kein Wunder. Schön. Bei allem, was du durchgemacht hast. Ich hab grad einen Kollegen gemacht. Hör zu, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Khan! Wie zum Teufel bist du hierher gekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. Bildmaterial. Oh. Feuerzeug. Oh, Gas ist noch drin. Oh, Gas. Wieso darf der eigentlich... Elberin, ja, schön. Wieso darf der unter der Erde eigentlich rauchen? Ich meine... Oh, ja. Lock and Roll. Toll. Tagesspielen kann er auch noch. Hier ist sonst noch irgendwas dabei? Ja gut, dass nicht jeder Waffen dabei hat, ist ja auch irgendwo... Verständlich, netter Helm, kleines Bierchen, Licht aus, wir sind mal weg, wa? Recht hatten sie nicht, wa? Und hat die Sechste gerettet? Nein. Sie konnten es nicht rechtzeitig erraten. Hallo, Artyom. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Ich nehme an, hier unten ist es ganz nett, seit der Reaktor in Betrieb ist. Licht, Wärme. Aber trotzdem stimmt etwas nicht. Zu gut, um wahr zu sein, verstehst du? Hör auf zu jammern. Ja, gut. Es ist ein Geschenk unserer Vorfahren. Schön, dass der Reaktor wieder... Genug, um hier unten Jahrzehnte zu überleben. Oh, das ist falsch, ne? So was gibt's gleich unten. Vielleicht sogar, bis die Welt Uns zurücknimmt. Oh, ja gut, dem fehlt ein Bein. Schreibt irgendwas? Aber muss ich... Ah, hier. Ja, schön und gut, dass es jetzt wieder Licht und ähnliches gibt. Aber wie wird der Reaktor betrieben? Ich meine, kann ja nicht sein, dass die hier für die nächsten 20 Jahre einfach mal Öl gebunkert haben. Komm schon, du hast 5 weitere. Sieh dir diese 2 Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Die Sümpfe sind kein Problem. Man muss nur auf die Markierungen und Flaggen achten, damit man nicht untergeht. Jedes Kind kann das. Naja gut, die Schlimms sind jedes Mal ein Fluch, aber komm schon. Was könnte einen ganzen Trupp erledigen? Keine Ahnung.
Die haben Romanov alleine in der Kirche gefunden. Saß auf dem Boden und betete. Seitdem isst er nichts mehr und reagiert nicht. Er spricht nur noch zu Gott. Ich hoffe, Romanov erwartet keine Antwort. Ja gut, dann scheint Romanov etwas sehr Schönes zu sein. Oh, wieder schießt. Willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Schön, wirklich. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mund oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Würde spontan auch sein, da muss ich dann gleich natürlich mal gucken. Oh, 160. Ja, kannst du nicht drücken. Okay. L1. Ah, 15 Minuten. Ah, pro Filter 7,5 Minuten. Gut. Jetzt halt, wenn man rechnen kann. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest. Und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Das ist doch ein Argument. Das ist... Ranger führen in der Regel bis zu 3 Waffen mit sich, Artyom. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. So, was haben wir denn? Auswählen. Was haben wir denn hier? Dieses Gewehr, das erweitert mit traditierten Waffenspielen hergestellt wird, extrem genau leistungsstark. Genau die Waffe, wenn das Ziel weit entfernt ist. Eigentlich nicht schlecht, ja. Was haben wir hier? Kalasch. Vorkriegszeit, ja gut, ja. Dieses leichte, klassische Vorkriegs-MG besitzt eine große Reichweite und ist ziemlich genau. Kann gleichzeitig aber auch für lange. Das ist toll. Und hier noch? Bastard, nein. So, diese produktive MP hat eine hohe Feuerrate, überhitzt und blockiert jedoch schnell. Da der Name der Waffe. Oh, schön. Dieses mit Schrotmunition schießende schwere MG ist auf kurze Entfernung also tödlich, braucht die Munition aber sehr schnell. Ja, und kann nicht mit einem Schalter ausgestattet werden. Gut, diese RPG hat mich irgendwie angelächelt. Hier nehme ich auch nochmal. Achte darauf, eine Waffe mitzunehmen, so wie diese hier. Gewehre sind für Ziele in großer Entfernung geeignet. Aber du solltest dich nicht von den falschen Fuß erwischen lassen, wenn sich etwas von hinten anschleicht. Moment. Muss ich noch eine dritte Waffe auswählen? Ah, guck mal, da geht's doch recht nach rechts weiter. Ha. Und hier, Taumler. Diese Trommelschrotflinte ist sehr effektiv. Entfernung, auch bei mittleren Entfernungen ist sie noch sehr brauchbar. Aber das vollständige Nachladen dauert eine Weile. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Und hier, ein Revolver. Eine einfache und zuverlässige Waffe, die in der Mitte hergestellt wird. Es hat eine große Stoppwirkung, aber tritt wie ein Esel. Ich habe das Gefühl, ja, eine Pistole ist nicht schlecht. Schrotflinten sind immer gut, wenn man auf kurze Entfernung jemanden aufhalten will. Versuch nur nicht, sie als Scharfschützengewehr einzusetzen. Also gut, Artyom.
Geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe hast. Okay. Hey, Arthur. Probier mal die anderen Waffen aus, die du aufgetragen hast. Ah, hier kann ich schießen. Ist die Waffe wieder? Probiere mitten auf die Brust der normalen Attrappe zu schießen. Guter Schuss. Oh. Jetzt schieß auf die Attrappe mit Rüstung. Bemerkst du den Unterschied? Du brauchst mehr Personen, um die Rüstung zu kriegen. Halte nach Bucken Ausschau, um zu sehen, wann du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Probier mal einen Kopf. Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu Millers Einsatzbesprechung gehen. Wie kann ich jetzt hier... Ich kenne mal die... Ah, guck mal hier, das war die... Okay. Gleich. Okay. Gut, wir. Ah, ja, gut. Echt, Moment mal. 6 Schuss, ne? Ah, Moment. Ah. Ja, gut, das ist immer mal. Gut. Ja, klarer Fall. Zumindest der Bereich, in dem wir sind. Das haben wir überprüft. Gestern haben der Kommandant und ich die Türen kontrolliert. Viele sind noch immer versiegelt. Manche sogar zugeschweißt. Und ein paar von ihnen sehen so aus, als wären sie von innen verschlossen. Ja und? Hinter einigen dieser Türen ist radioaktive Scheiße heiß genug, ein Ei zu braten. Ich erinnere, wenn ich das ein Ei gegessen habe. Es gibt hier einen Reaktor, richtig? Miller ruft die Gruppenanführer zusammen. Es wird eine große Versammlung geben. Bitte, Ossip, lass mich in Ruhe rauchen. Ich hatte gestern im Lagerzentrum Dienst. Und da habe ich was gehört. Anscheinend ist so manches wachgerüttelt worden. Was meinst du? Die Rotten machen mobil. Die haben alte Männer rekrutiert. Schuljungen. Und sie in Ausbildungslager geschickt. Ich sag dir, der Krieg steht bevor. Wen wollen die denn bekämpfen? Die üblichen Verdächtigen. Die Faschisten. Das erinnert mich daran, dass unsere Wachen oben 3 Reichsaufklärungstrupps gesichtet haben. Seltsam. Es waren noch nie so viele Faschisten draußen. 3 Trupps, sagst du? Wo? 2 der Trupps waren hier in der Nähe. Sergei hat sie gesehen. Die Faschisten haben die Schächte überprüft, die Keller. Als wenn sie nach einem Eingang suchen würden. Scheiße. Meinst du, die wissen, dass wir D6 gefunden haben? Schwer zu sagen. Vielleicht. Das ist nicht gut. Wenn die versuchen reinzukommen, sind die erledigt. Miller hat die Wachen verdreifacht. Stimmt. Er weiß von den Faschisten. Aber wenn wir die Speer eliminieren, schicken wir die nur noch mehr. Und wenn die reinkommen, meinst du, der Orden wird das Reich abwehren? Ganz ruhig. Der Orden ist neutral. Wir sind die Wächter der Metro. Wir beschützen unsere Mitmenschen vor Monstern und Mutanten. Welcher Staat würde es wagen, gegen uns in den Krieg zu ziehen? Lass mich die Geschichte zu Ende bringen. Da war noch eine dritte Gruppe Faschisten. Erinnerst du dich? Die wurde an der Messe gesichtet. An der Bell und Bratte. Die meldeten sich und sagten, die Faschisten würden sie angreifen. Und dann brach die Verbindung ab. Moment mal. Bratten wird vermisst? Nicht vermisst. Er wurde tot aufgefunden, zusammen mit Skalpell. 1000 Kugeln in beiden. Mit Kopfschüssen erledigt. Scheiße. Er hatte letzte Woche das Geburtstag. Getrunken. Was für ein kranker Mistkerl würde ihm so etwas antun.
Tja, gute Frage. Ich weiß nicht. Schöne kleine Geschichten, ja. Da weiß man immer schon, was einer mal erwarten könnte. Schenk diesem Clown keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Was? Hast du von Lesnitsky gehört? Wovon redest du? Ah, ich hätte nach Munition suchen können. Scheiße. Moment. Nein, ich komme nicht mehr zurück. Mist. Ah, vielleicht hat er eine Munition umgelegen. Ja, das mache ich irgendwie. In Ordnung, geht. Das mache ich nicht nie, sondern das mache ich einfach dann, wenn es zu spät ist. Munition so. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß! Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, wilde Rösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Khan, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey! Ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Scheiße. Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. Ja gut, chemische Waffen hier unten stelle ich mir extrem lustig vor. Weil chemische Waffen sind so schon lustig. Und dann noch unter Tag. Toll. Kann ich mir schon gerade von einer Einsatzbesprechung. Zwei Sturmtrupps der Faschisten haben irgendwo an der Oberfläche einen Kampf mit den Roten angezettelt. Warum? Verdammt, wenn ich das wüsste. Was machen die überhaupt an der Oberfläche? So viele waren noch nie oben. Das Hauptquartier glaubt, dass sie versuchen, hier einzudringen. Hören wir mal, was er bei der Versammlung zu sagen hat. Ich habe ein ungutes Gefühl. Weißt du noch, was Miller gesagt hat, als wir D6 gefunden haben? Mit diesen Schätzen, mit diesen Waffen, werden wir wieder zu Menschen werden, die Oberfläche zurückerobern, sie von Mutanten befreien. Der war gut. Und wo sind wir jetzt? Was hast du erwartet? Wenn hungernde Menschen ein warmes Essen riechen, bringen sie sich für einen Bissen gegenseitig um. Der Gedanke lässt mich nicht los. Ja, ganz Unrecht hat er nicht. Der gesamten Metro bietet sich die Chance auf Rettung. Und alles, was wir machen, ist Krieg deswegen zu führen. Vivan, das sind nicht wir. Die sind es. Der Orden beschützt D6. Wir sind die Schutzengel. Engel stellen keine MGs an den Eingängen auf, um Eindringlinge zu massakrieren. Ja, gut. Du meinst Diebe. Und wir sind das Schwert der Vergeltung. Ja, gut. Oh. Essen? Hat jemand Hunger? Hey! Weiß jemand, worum es geht? Warum die Versammlung? Ja, es geht um deine Mutter. Ich habe gehört, die Roten machen mobil. Die Hanse vielleicht auch. Wie bitte? Die Leute sagen, die Roten schicken ihre Agenten über neutrale Stationen in die Hanse. Haben anscheinend etwas vor. Man munkelt, die Faschisten schnüffeln nach unserem Schatz. Wissen die, was hier drin ist? All die Waffen und der ganze Scheiß? Ach, du Schlauberger. Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Was ist, wenn sie die Eingänge finden? In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten?
Ja, schon. Bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in der Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja, an der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. In Ordnung, Artyom. Und Sie, Khan? Habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna! Ja, hier! Hey, warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden! Tariska, anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Wir vermuten jetzt, dass Lesnitsky ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht überprüft, wer ihm Befehle gibt. Ihr Job ist es, ihn abzufangen, bevor er den gestohlenen Behälter abliefern kann. Verstanden. Jawohl. Wenn Lesnitsky mit dem Behälter entkommt, besteht ein Risiko für die gesamte Metro. Wenn Sie ihn also nicht lebendig fassen können, dann bringen Sie mir verdammt nochmal seinen Kopf. Jawohl. Wegtreten. Das finde ich ja immer, die Kriegsmaschinerie finde ich ja immer am besten. Weißt du, da lebst du unter Tage. Kannst froh sein, dass du Luft hast. Was machen sie? Sie bauen weiter Waffen und chemische Waffen. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Ja, das würde ich sehen, das würde ich mir so empfehlen. Ich zwar nicht die Hand. Ich wäre höchst im Unterschlag. Frei, sei ein braves kleines Versuchskaninchen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufräumen. Schön. Schaut euch den Teppich an. Ob das wirklich so ist, ob es wirklich Teppich da unten gibt? Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten.
Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Eins möchte ich gerne noch verstehen. Da haben wir da taktische Waffen hingeschossen. Ich glaube 20 Jahre, nachdem es eh schon strahlt. Nur, dass es noch mehr strahlt. Ich glaube, es passiert gleich was. Die Waffe an. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Nur schnell. Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampe. Gut. Bist du bereit? Dann los. Ach, oh, L1, Entschuldigung. Lampe. Oh. Passt auf, die Türen schließen sich. Vier Stück. Das finde ich echt nett, wenn der Boden anfängt zu vibrieren, vibriert auch der Controller. Ich habe die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt. Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Strom ist an, öffne das Tor, ich gebe beim Durchgehen Deckung. Ja. Ui. Oh, hallo, junger Herr. Du hast wohl jemanden nicht rechtzeitig durch die Tür geschafft. Das ist einige nicht rechtzeitig. Ja, schön. In Ordnung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Oh. Bewegung, ich komme nach. Schön. Munition. Rein da. Hab keine Angst vor ein bisschen Dreck. Geh nach weg. Die ist gut. Da ein wenig Dreck und so. Was hier rumliegt. Na gut. Ich frage mich die ganze Zeit, aber nicht die ganze Zeit, ich frage mich wieder mal, ob es nicht klüger gewesen ist, einfach die Scharfschützen. Scheiße, das Ding ist schnell. Das Scharfschützengewehr gegen den Revolver auszutauschen. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Leiter, okay. Kurz sagen. Die Alten, da konnte ich mal die ganzen Spinnenweben. Entschuldigung, die Spinnenweben, das sind natürliche Traumfänger. So, Kompass. Schee. Oberfläche, setz deine Maske auf. Okay. Ah, erstmal Touchpad wieder weg. Ach. So. Gut.
Also muss man sagen, die sind robust. Die schon so zugewachsen sind und wirklich die 20, letzten 20 Jahren ohne Pflege dort standen. Aber es ist jetzt zum Glück alles nur ein Spiel und gute deutsche, gute russische Wertarbeit. Ja. Hilf mir hier mal! Was ist los mit dir? Gut, spätestens hier sollten wir etwas zügig sein. Was ist los mit dir? Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Oh. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen hier so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Mir hört ein Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Ich will ja nichts sagen, aber wenn die schon so anfängt mit ich bin nur mal was Normales, könnte ich mir echt gut vorstellen, gerade mit der Vorgeschichte, dass der eine schon abgehauen ist, dass die nicht wirklich zu uns gehört. Da wo das Nest war, brennt immer noch was. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist seltsam. Das könnte nach all dieser Zeit denn hier noch brennen. Na, aber ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Recht von dir. Ich arbeite dran. Das sind keine Schwachen. Sorry, was schaffe ich für ihr Geld? Situation. Gut, das Licht wirft ein Licht an vorbei. Da ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Nein. Ja, kein Wunder, scheint alles schön zu strahlen. Ja, ich muss irgendwie nach da unten. Da war die Strahlung wohl etwas zu hoch. Sieht so aus, als hätten wir hier ordentlich aufgeräumt. Wie geht es dir? Hey, alles klar bei dir? Ja, ja. Hey, Artyom, du leistest ganz gute Arbeit. Vielleicht bist du ja doch mehr als nur ein Versuchskaninchen. Guck mal, ich muss da hoch. Gut, nach links. Da führt ein Weg dran vorbei. Da ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Muss ich hier irgendwie hoch? Okay. Ach, guck mal. Hier könnte ich hochkommen.
Oder auch nicht? So. Ich gehe jetzt mal hier lang. Verdammt! Ist der schnell? Wie hat er das gemacht? Kreise ihn von links ein. Er ist noch da. Ziele! Kleine schöne Viecher. Ich will ja nichts sagen, aber spring auf, wenn die... Ignatium! Es führt kein Weg dran vorbei! Ich will ja nichts sagen, aber wenn die Viecher wirklich Gedanken manipulieren können, dann weiß natürlich der... Ich hab richtig... Weiß es nicht. Schön. Auf das Vieh schießen. Hä, wo ist es hin? Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Ja, da war ein Sturmwachmann. Diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, 10 Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Klappe halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302.
Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Ich zähle bis drei. Eins. Die rote Linie, lebe hoch! Zwei. Lang lebe Genosse Moskwin! Drei. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Ah, geh du! Hier, nimm das Messer. Behalte es. Du gehörst also zum Spalterorden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Nicht in dem Fall einer. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Wieso kriegt er eigentlich überhaupt noch nicht so ein Doppelschuss? Was Messer? Hatten die über den Müllschlucker gesagt? Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Jawohl, Chef. Wieso habe ich das Gefühl? Das ist ja der Müllschlucker. Komm. Siehst du die Rohre? Das ist ihr Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt. Die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Psst. Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Lass uns aufbrechen. Gute Güte. Ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist, Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo geht jetzt hin? Was, wenn... Hey, heb mich mal hoch, ja? Was willst du? Okay. Ja. Komm hier hoch. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur stillhalten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke. Bewegung! Danke. Unser Anführer sagt, das Erschießen sei für Mutanten zu gut. Die haben nichts Besseres verdient. Mir noch. Hoffen Sie, sieht das auch noch gut aus. Weißt du, ich stimme dem Anführer da nicht ganz zu.
Der Anführer ist unfehlbar. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los, aber nicht so früh anfangen, ja? Aber was können wir denn los machen? Bitte, ich bin in Wir schlagen ihn mit einer Schaufel tot. Das ist wirkungsvoll und elegant. Hast du das gehört? Gefangene 1.30, hast du das Geräusch gemacht? Nein, ich weiß nicht. Ich schwöre bei Gott. Ja, sieh sich an. In Ordnung, machen wir. Du hast Glück. Ich dachte schon, er würde... Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Er löst die Leiter. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Sammel der Öffnest du bitte die Zellen? Die Schaltung ist da oben im Wachraum. Bitte. Ja, schön, dass ich mir so viele nehmen soll, wie ich kann. Aber, Okay, schraub die Glühbirne raus. Was? Jo, ist klar. Okay. Passiert. Okay. Du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los. Aber nicht zu früh anfangen, ja? Aber was können wir los! Bitte! Ich bin in Wir schlagen ihn mit einer Schaufel tot. Das ist wirkungsvoll und elegant. Hast du das gehört? Hört sich so an, als wäre irgendwas runtergefallen. Hey! Hast du das Geräusch gemacht? Nein, ich war es nicht. Ich schwöre bei Gott. Ja, sieh sich an, das ist ein Du hast Glück. Ich dachte schon, er wird... Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Er löst die Leiter. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Nichts, außer dass wir alle getötet werden. Öffnest du bitte die Zellen? Die Schaltung ist da oben im Wachraum. Bitte. Wir mussten uns ja alle hier reinstecken. Okay, schraub die Glühbirne raus. Ist immer noch toll, dass er das einfach so machen kann. So, jetzt ist die Frage, wie weit kann der denn gehen? Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns. Was wollen wir für dich etwas übrig hätten? Du bist Ornin! Hey Mann, öffne die Schlüssel. Da ist ein Schaltbrett oben im Wachraum. Im Wachraum. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hanse hat mich die ganze Zeit genervt, ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für einen alleine. Sag's nur nicht dem Oberscharführer. Ich habe zwei... Nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ah, in die Kaserne mit Ihnen. Ja, Herr Oberscharführer.
ernsthaft? Ich muss mir eins für Messer werfen. Hey, was soll? Komisch. Hast du nicht drei Messer? Gut. So, sie haben ja, nach oben. Ich dachte schon, uns ging es schlecht. Stier, die bringen uns um, wenn sie dich hören. Hey, du hast es geschafft. Gut gemacht. Ein echter Held. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Dieser Knopf an der Wand ist für das Intercom. Drück ihn mal. Na los, drück ihn. Okay. Nein, kein. Glückwunsch, jetzt darfst du anfangen. Einen Moment. Schon viel besser. Wer bist du, verdammt nochmal? Wer? Ein paar Sachen. Er geht schon wieder. In die Luftschleuse! Lass uns raus! Da oben ist ein Schaltbrett. Damit kann man alle Zellen öffnen. Ich halte es hier nicht mehr raus. Bitte, ich will leben. Puh, wir sind aus dem inneren Block raus. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Stimmt. Hier, irgendwas vom Schalter soll ich noch machen. Schöne Uhr. Ha, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünsche, ich hätte eine Granate. Obwohl, los geht's, Kuppe. Du nimmst den unteren Weg. Ich gehe oben und gebe dir Deckung. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so gut war. Ah, Moment. Ist meine Lampe irgendwie noch an? Einer erledigt. Also Last Light ist definitiv. Fortsetzung, bringt es was da hochzuklettern? Was ist das überhaupt? Nein, in den Regalen ist nicht. Mach die Augen auf. Genau da in der Kiste. Hey! Was? Ups. Auf meinen Kollegen gehalten. Wer ist der? Verdammt nochmal! War eigentlich keine schlechte Idee. Ich würde nur sagen, dann werde ich ihn bestimmt übersehen. Wie ist es? Es haben
so leise. Sieht so aus, als wären das alle gewesen. Ha, hörst du das? Der Anführer höchstpersönlich hält eine Rede. Die werden alle bei der Versammlung sein, einschließlich der Wächter. Genau wie an der roten Linie, glaub mir. Na, was haben wir denn hier? Entschuldigung, ich würde gern erstmal kurz meine Messer einsammeln. Komm hier. Scheiße, Kumpel, gibst du mir jetzt oder was? Nein. Krieg ich das Tor nie auf. Toll. Ich kann tatsächlich Waffen aufheben. Freiheit! Schade, dass es eine Pause ist. Ich kann mich natürlich spüren. Oh, mein Buch sogar zum Film. Jetzt drei Waffen bei mir. Wir sind wie Faschisten im letzten Jahrhundert. Wir kämpfen für die Menschheit. Abschauen. Ja, bis zur Aufwand. Okay, guck mal auf der anderen Seite. Da sollte ein Schild. Oh, ja, und schon geht's los. Sobald die Luftschleuse sich öffnet, wirst du dann die Folge dir. Ah. Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit der Feind meines Feindes ist mein Freund getitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ach, du bist echt hart. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Folge mir, nicht stehen bleiben. Ich lese auch ein bisschen. Security, Platz machen! Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrecht zu erhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Erstaunlich bekannt. Aber D6 wurde von Sparta eingenommen und besetzt. Die korrupte Hanse und die gierigen Rotten fletschen ihre Giftzähne, um anzugreifen und das zu stehlen, was rechtmäßig euch... Herr Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Aufzug! Zum Teufel! Zwei Gefangene haben die Waffen ermordet und sind getötet! Was zum Teufel? Passiert. Okay, das heißt, ich muss nach rechts laufen. Herr Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Was zum Teufel? Ein Ausbruch! Zwei Gefangene haben die Waffen ermordet und sind getötet! Weg, du Miststück! Nein! Krieg hier durch! Krieg hier durch!
kann ich nicht laufen. Scheiße, bist du okay? Halte durch, Aktion, halte durch! Da, du Miststück! Auf den Boden, auf den Boden, du Miststück! Ich ergebe mich, nicht schießen! Ja, was ist mit dem los? Ging den doch leichter als gedacht. Geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Ah, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Boah, das können wir nicht hin, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel. Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße. Eine Sackgasse. Festhalten. Davor. Puh. Endstation, was? Tja, nützt ja nichts. Von hier an müssen wir gehen. Mir nach. Ich weiß ja nicht. Hätte zumindest versuchen. Okay, ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben. Tja, wir sind jedoch noch auf Reichsboden. Da ist Vorsicht geboten. Ist ja echt nicht hoch. Okay, anscheinend. Was ich mal machen? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Artyom, komm mal her! Die Revolution wartet nicht auf Einzelne, oder? Ach so. Gut. Okay, warte hier, während ich mich umschaue. Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Achtung, zweiter Wachtpost. Überprüfen Sie Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Ratte in den Schächten. Bleiben Sie aufmerksam. Es könnte noch mehr da sein. Verstanden. Überprüfe das. Ende. Immer tolles Messer. Ah, ein Scharfschützengewehr habe ich nicht dabei. Das wäre jetzt toll. Was ist da noch Kriegsmodus? Boah, ich laufe jetzt auf das weg. Hallo, hallo. Der soll laufen. Ein paar Schuss mehr. Medipacks habe ich natürlich keine mehr. Gut. Na, das kann auch ein bisschen dauern, bis ich mich erholt habe.
Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Was zum Teufel? Echt? Das war's schon? Oben ist noch einer, würde ich behaupten. Wunderschön gefallen, wunderschön. Ist noch jemand hier unten? Ist hier noch was? Gut, gehen wir mal weiter. Klassisch mit Ofen. Ach, guck mal. Was ist das für eine? Ich würde sagen, etwas weniger, etwas mehr Schuss habe ich. Ich bin immer ein Freund des sinnlosen Geballers. Drücken. Rote Knopf, Selbstzerstörung oder sowas. Oh. Liegt dir das? Was zum Lesen? Ich glaube, ich muss dran. Wann mal? Das war ganz im Ernst. Schmiede. Guck mal kurz. Wie viel Schuss? Ah, wie bist du, glaube ich, auch inzwischen hier? 30 Schuss. Gut. Ich meine, das war gerade eben die Treppe, genau. Nee. Gut. Muss wohl nach oben. Na gut, ich bin schon ein gutes Stückchen weiter. Ich mache an der Stelle
eine klitzekleine Pause. Muss ja auch mal sein. Ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder fleißig zuschaut, live oder nicht. Viel Spaß!